Ja, hallo zum Aussteigerkanal. Heute wollte ich nur mal kurz reden über die Grunderwerbsteuer in Portugal. Also wenn man eine Immobilie erwirbt, muss man natürlich auch Steuer bezahlen. Und da fallen dann noch andere Kosten an. Und die Grunderwerbsteuer liegt bei in Portugal zwischen von 0 bis 8%. Also wenn man bis 92.000 400 ein Grundstück oder ein Haus erwirbt, dann hat man einen Freibetrag von 1%. Das ist, da muss man sehr wenig bezahlen. Dann, wie man hier schön sieht, zwischen 92.407 und 126.403 ist der Steuersatz 2%. Und es gibt auch einen Freibetrag, der dann abgezogen wird am Ende. Also hier, ich lese es jetzt nicht alles vor, das seht ihr ja. Ich lasse es ein bisschen länger, dass ihr es lesen könnt. Um hier wenn man hier in Portugal ein Land kauft oder ein Haus, muss man auch zum Finanzamt gehen und eine Steuernummer sich holen. Das kann ich auch mit euch machen, denn ihr müsst ja dann auch Grundstücksteuer zahlen oder Haussteuer im Jahr. Das ist jetzt nicht so hoch, also ich habe jetzt hier fast 3000 Quadratmeter und ich zahle irgendwas unter 50 Euro im Jahr. Und größere Häuser, es kommt immer darauf an, in welcher Zone die liegen und wie die Infrastruktur auch um die Zone rum ist. Aber meistens bei so mittelteuren Häusern wie vielleicht im 250.000 Bereich zahlt man vielleicht zwischen 200 und 300 Euro Steuer im Jahr. Ne? Also, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen hier. Dann muss man in Portugal auch klären, bevor man ein Grundstück oder eine Immobilie erwerbt, muss man auch die Nachbarn erst fragen, im Norden, Süden, Westen und Osten, also die angrenzenden, ob die das nicht lieber kaufen wollen, denn die haben ein Vorkaufsrecht. Wenn man das nicht tut, dann könnte einem das wieder abgeklagt werden, der erworbene Besitz. Und man muss es dann abgeben. Wobei allerdings der Verkäufer, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dieses zu erledigen, was in Portugal manchmal nicht so der Fall ist, der trägt dann alle Kosten. Also nehmen wir mal an, wir kaufen ein Grundstück und machen schon was an der Ruine und plötzlich kommt einer und sagt, ich hatte eigentlich das Vorkaufsrecht. Und ich möchte es jetzt haben, der kann zu Gericht gehen und es einklagen. Dann müsste also quasi der Verkäufer dann euch das Geld wiedergeben, das ihr da schon investiert habt. Also die größere Last liegt dann beim Verkäufer. Aber so ein Theater will ja auch keiner haben im Prinzip. Also kümmert man sich da selber drum, wenn es der Verkäufer hier nicht macht. Das kann man hier auch bei einer Solicitadora machen lassen. Das ist viel billiger, wie wenn es der Anwalt macht. Und da kann ich euch auch bei helfen. Also das ist alles kein Ding. Und dann kann ich euch eben auch helfen, die Steuern immer zu holen. Man kann hier im Konsultorium Allianz auch kaufen. Man muss nicht unbedingt zum Rechtsanwalt. Das ist wesentlich billiger wie ein Rechtsanwalt. Und dann macht man einfach einen Termin aus und bestellt den Käufer hin und dann kann man es da kaufen. Also dann nehme ich euch dann bei der Hand und dann machen wir das alles zusammen. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, das wollte ich einfach noch so mal loswerden und ich hoffe, das nützt irgendjemand da draußen was. Okay, tschüss.